Wo stünden die Aktienmärkte, wenn die Fed damals im März nicht rettend eingegriffen hätte? Wohl nicht auf dem Allzeithoch, auf dem zum Beispiel der S&P 500 und der Nasdaq, ob Composite oder 100, derzeit hantieren. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber jetzt hat die Fed eben mit dieser Rettung, mit dieser Liquidität eine Situation geschaffen, dass wir eine absolute Blasenbildung haben. Vor allem und überwiegend im Tech-Sektor. Wir sehen massive Ungleichgewichte an den Märkten und die Fed hat gestern schon in Gestalt eines Sprechers gesagt, naja, die Risiken nehmen zu angesichts der extrem hohen Bewertungen, vor allem im Tech-Sektor. Also es ist durchaus so, dass der Fed das auffällt. Jetzt aber heute die Rede von Jerome Powell heute in Jackson Hole, dass virtuell stattfinden wird, also nicht vor Publikum, sondern wieder als Videoansprache, 15.10 Uhr deutscher Zeit. Und die Frage ist, was wird Jerome Powell da sagen? Themen auf dieser Konferenz in Jackson Hole sind ja, warum sind die Wachstumsraten so niedrig, warum sind die Zinsen so niedrig? Naja, das sind natürlich gute Fragen. Powell wird möglicherweise auch in Sachen Inflationsziel der Fed sprechen, das wird die Märkte teilweise interessieren. Wichtig ist aber, wie sozusagen eigentlich die Politik der Fed weitergeht. Und die Frage ist, lässt Jerome Powell da ein bisschen heiße Luft aus dem Ballon, indem er sagt, na Leute, freut euch jetzt mal nicht zu sehr auf weitere Maßnahmen, sondern die Bewertungen sind relativ hoch. Oder sagt Jerome Powell, der ja selber durchaus im Besitz von ETFs ist, durchaus sozusagen ja in diese Aktienmärkte investiert ist, sagt er, nee, alles gut, kümmert uns nicht, das sind freie Märkte, haben wir nichts mit zu tun, bar jeder Realität wäre das, aber zuzutrauen wäre es eben. Schauen wir uns mal ein paar Extreme an, die hier der Fall sind. Wir sehen gestern der Nasdaq Composite 1,73% gestiegen, aber es sind 586 Aktien mehr gefallen als gestiegen sind. Das sind extreme Werte. Der S&P 500 gestern 1% gestiegen und dennoch sind 54 Aktien mehr gefallen als gestiegen sind. Wir sehen also weiterhin diese extremen Ungleichgewichte hier im Chart. Unten sehen Sie die sogenannte Advanced Decline Linie, also die Linie, die anzeigt, wie viele Aktien letztendlich gestiegen sind oder gefallen sind, und diese Linie geht weiter nach unten. Es sind also wieder die wenigen Aktien, die die Märkte hier nach oben gezogen haben, und es sind genauer gesagt die FANG-Aktien, die ihren besten Tag seit Anfang April erleben. Vor allem Netflix, vor allem Facebook konnten gestern massiv zulegen, aus irgendwelchen Gründen, nicht erfindlichen Gründen. Vielleicht neues Design bei Facebook, das ist dann gleich viele Milliarden wert offenkundig. Netflix eigentlich ohne Meldungen massiv gestiegen. Apple wurde raufgestuft, Tesla ist massiv gestiegen, so diese alten vertrauten Kandidaten. Jetzt sind wir insgesamt beim Nasdaq 28% über der 200-Tage-Linie. Das gab es seit der Dotcom-Blase noch nie. Bei der Dotcom-Blase war es teilweise noch extremer, da waren wir 60% über der 200-Tages-Linie. Und jetzt haben wir die Situation, dass der Nasdaq praktisch gestern 2% gestiegen ist, knapp 2%, aber der Russell 2000 mehr als 0,5% gefallen ist. Wir sehen also weiterhin diese enorme Divergenz, vor allem zwischen den Tech-Aktien und anderen Sektoren wie den Small Caps, den Nebenwerten in den USA zum Beispiel. Das ist erst 8-mal passiert, wie Sarah Poncheck hier zeigt, in den letzten 30 Jahren. 2000, 2001, 2002, also wir haben immer wieder die Analogien letztendlich zur Dotcom-Blase in diese Zeit. Da erinnern so viele Dinge, die derzeit passieren, erinnern an diese Dotcom-Blase, finde ich wirklich außergewöhnlich. Und wir haben gestern auch die interessante Situation gehabt, dass der VIX, also die Vola-Erwartung, gestiegen ist, während die Aktienmärkte gestiegen sind. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine Differenz zwischen den Aktienmärkten, die sagen, alles ist schick, und den Optionsmärkten, die sagen, oh, da kommt Volatilität auf uns zu, wir sichern uns ab. Deswegen gestern der VIX relativ deutlich gestiegen, 5% nämlich, das ist schon erstaunlich, sieht man auch ganz selten, möglicherweise ein Warnsignal auch, dass die Banken nicht mitlaufen.
Hier mal ein Chart Nasdaq gegen Banken, und dann sehen wir, dass hier die Banken nach wie vor sozusagen im Vergleich zu den Tech-Werten zurückbleiben. Absoluter Fahnenstangenchart. Wie gesund ist eine Rallye an den Märkten, bei der die Finanzwerte nicht wirklich steigen, sondern seit Jahresbeginn deutlich im Minus sind? Diese Frage muss man schlichtweg stellen, und wir haben jetzt die Situation, dass die Republikaner vorschlagen, ein kleines Paket von 500 Milliarden Dollar als nächsten Stimulus. Da sollen dann Schecks von 300 Dollar enthalten sein, aber viele andere Maßnahmen, die die Demokraten fordern, aber nicht. Dementsprechend ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das im Senat durchgehen wird. Pelosi hat schon gesagt, der viel zu gering. Und das Interessante ist, dass die Aktienmärkte eigentlich, wenn man vor 3 Wochen gesagt hätte, naja, die Aussicht auf einen nächsten Stimulus ist schlecht und die bleibt wohl bis Ende September sehr, sehr schlecht, wie hier Meadows von den Republikanern jetzt gesagt hat, dann hätte man eigentlich erwarten müssen, dass die Aktienmärkte fallen, aber sie sind auf Allzeithoch, wie hier Lisa Abramovic erstaunt bemerkt. Also da ist die Frage, dieser Unterschied zwischen Main Street und Wall Street, der wird immer krasser, immer größer. Dementsprechend jetzt die Frage, wie geht es weiter? Da ist vielleicht noch Potenzial für weitere Extreme. Hier der S&P 500 in einem Chart von Northman Trader, der sagt, okay, schaut euch mal diese Trendlinie an, die Sie hier sehen, diese Aufwärtstrendlinienbegrenzung, die könnte gehen so bis 3520 Punkte im S&P 500. Das wären dann immerhin noch 50 Punkte, so knapp 2% wären noch drin. Kommen wir zu den realen Renditen, kommen wir zu dem, was da eigentlich passiert, ja, mit den Aktienmärkten und den Anleihenmärkten. Die Aktienmärkte steigen, weil offenkundig die Vermögenspreise steigen, weil man vielleicht Inflation erwartet. Großes Fragezeichen. Gestern jedenfalls hatten wir eine Anleiheauktion der USA, 5-Jahres-Anleihe, massiv nachgefragt, daraufhin die Renditen gefallen, daraufhin die realen Renditen auch gefallen, was dem Goldpreis geholfen hat, aber es zeigt, dass diese Investoren, die sich in eine 5-jährige US-Staatsanleihe für solche minimalen Zinsen einkaufen, offenkundig keine Inflation erwarten, während der Aktienmarkt eigentlich eine Inflationierung, eine Simbabwisierung in gewisser Weise der Lage eingepreist hat, finde ich persönlich erstaunlich. Jetzt im Fokus heute in den USA vor allem der Hurricane Laura, der, wie Sie hier sehen, im Südosten vor allem der USA toben wird, mit Einfluss auf den Ölpreis. Viele Raffinerien und Ölförderstationen nicht mehr in Betrieb. Trump wird wohl seine Rede absagen oder verschieben angesichts des Hurrikans, der da wütet. Das könnte sozusagen ein richtiges Event heute werden oder in den nächsten Tagen werden. Und Donald Trump möchte einen Drogentest machen, wenn er antritt in einem Fernsehduell gegen Joe Biden, weil er sagt, ja, schaut euch mal die schwache Performance von Joe Biden in den Duellen mit anderen US-Demokraten an, damals bei den Ausscheidungen. Nur bei Bernie Sanders, da war er sehr, sehr stark, und er impliziert oder hat so ein bisschen suggeriert, dass Joe Biden da in irgendeiner Form gedopt war, ist ein harter Vorwurf, der zeigt, wie intensiv, wie heftig, wie kontrovers dieser Wahlkampf jetzt wohl bald werden dürfte. Schauen wir uns abschließend ein paar Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen in den Charts von Capital.com. Auf 4-Stunden-Basis ist der liebe DAX 13.184. Wir haben den Highflyer, den Nasdaq 111.953 Punkte, gestern schon über der 12.000er Marke. Nicht mal der Himmel ist die Grenze. Wir haben den S&P 500 bei 3.477. Wir sehen Gold aktuell bei 1.937. Gestern der Anstieg eben wegen des Falls der realen Renditen. Und wir sehen Euro-Dollar wenig verändert bei 1.1827. Also 15.10, die Rede von Jerome Powell. Das wird wichtig sein. Das wird möglicherweise ein Non-Event. Man weiß es nicht. Was wird der Powell da sagen? Wird er sich zu den Fragen äußern, die die Märkte wirklich interessieren? Diese Situation an den Märkten ist extrem, sie ist noch extremer geworden, sie kann noch extremer werden, aber es gibt viele, viele Warnsignale, die darauf hindeuten, dass da etwas Größeres dann kommt, dass aus dieser Blase Luft rausgelassen wird, was allerdings per se schon mal schwierig ist. Wie kann man aus einer Blase Luft rauslassen, ohne dass sie platzt?
Große Frage. Aber möglich ist eben, dass diese Blase noch größer wird, noch extremere Bewertungen der Fall sind als ohnehin schon. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Handelstag Ihnen. Heute Abend kein Marktgeflüster. Morgen früh geht es weiter und mit dem Videoausblick. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.